Als erstes hier nach 40 Sekunden der Superius. Und der Paul. Hallo. Und Regirock und Master. Hallo. Was geht? Hattet ihr ein schönes Wochenende bisher? Habt ihr auch schon so viel gemacht wie ich? Geschlafen, aufgestanden und sich vor den PC gesetzt? Die Eva hat immer noch ihren goldenen Körper. Hallo Harry Potter Fan. Es sind noch keine 24 Stunden, nee, nicht ansatzweise sind 24 Stunden rum. Du könntest, ich glaube, in 2 Stunden ist aber vorbei. Noch 2 Stunden hast du die goldene Macht. Hast du die goldene Macht irgendwie in anderen Chats benutzt? Shiny Manafi, hast du noch einen Ranger gekauft? Ich habe schon immer 4 Rangers. Ich weiß nicht, von wann du redest. Aber seitdem ich Shiny Manafi suche, habe ich 4 Ranger. Nee. Hallo Anne. Augentränen, warum? Bald ist er wieder weg, ja. Aber ich habe gelesen, anscheinend gab es Leute, die 2-mal hintereinander einen Shiny Train... einen goldenen Hype-Train hatten. Also ich habe versucht rauszufinden, wie selten ein goldener Kappa-Train ist. Aber es gibt von Twitch keine Zahl dafür. Aber Leute haben berichtet, dass mehrere Streamer das schon einfach hintereinander gekriegt haben. Ohne... Naja. Denkst du, du bekommst heute das Shiny? Ja. Du musst definitiv die ganze Zeit zuschauen, denn ich weiß, dass es heute kommt. Und ihr alle wisst es auch. Hallo Leon, mein lieber Happens, hallo. Dann viel Glück. Ja, wenn ich weiß, dass es heute kommt, brauche ich ja kein Glück. Hallo Drarot. Drarot, was soll ich sagen? Ich würde gerne die... dein Shiny Arceus auf unseren gestrigen Stream beziehen und sagen, ich habe dir Glück gebracht. So läuft das doch, oder? Endlich, Drarot, endlich! Das muss sich gut angefühlt haben. Ich wünschte, deine Videoaufnahme hätte irgendwie deine Stimme gehabt oder sowas. Ich frage mich, ob du so wie ich reagieren würdest und so sagen würdest, nice, endlich. Oder... bist du ein A-Drive, der erstmal aufsteht und sein Haus abreißt. Es hat sich so gut angefühlt. Ich glaube das dir sofort. Man kann nicht mehr tauschen. Also von Mitternacht, von Sonntag auf Montag geht's aus. Von Sonntag auf Montag Mitternacht. Marco hat schon 4 Ranger-Spiele. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe? Wie, du hast 4 Ranger-Spiele jetzt schon? Ich habe gerade einen Bediser umgebracht. Warum hast du... Wie hast du jetzt schon 4... Also, sehr gut, sehr gut. Hallo Philipp. Hallo Meguminar. Hab gestern Region Form 3 Gen fertig gemacht und danach erstmal dein Video zur 4. zum 26. Mal geschaut. 26. Mal? Nice. Dann bist du jetzt perfekt vorbereitet auf Gen 4. Weißt genau, was du machen musst. Außer durchspielen und alle Pokémon fangen. Aber die besonderen Pokémon weißt du. Von 6 waren 4 positiv. Moment, du hast 6 Ranger-Spiele gekauft. Hattest du bei 2 warst du, hast du einfach alle, hä? Konntest du bei denen nicht sicher gehen oder so? Erstmal nicht den nationalen Dex holen. Das würde ich dir empfehlen, wenn du ins Moor willst oder die Fossilien haben willst, ja. Millionen, 4 Pokémon Ranger, die noch ein Manaphy-Ei haben. Was?
Meinst du, 2,7 Millionen Ranger wurden verkauft? Deutsche? Moment, war Ranger Region exklusiv schon, gell? Es gibt deutsche Ranger, englische Ranger. Oder war Ranger schon ein Spiel, das man am Anfang die Sprache auswählen kann? Ich glaube nicht. Die nächsten 1 zu 4000er Hans vorbereiten Gen 8 Fossilien, um dann gleichzeitig Typ 0 in Usum zu handeln. Von der 41 sind die nächste. Willst du, du bist doch so ein ultra legit Mensch. Wirst du einen Turbo-Controller nehmen? Weil dann musst du noch nicht mal, dann kann man noch nicht mal davon reden, dass du gleichzeitig handelst. Wirst du einen Turbo-Controller nehmen? Ja, das Gefühl beim Einsortieren ist immer das Beste von allem. Was denkst du, wie viele Ranger-Spiele es noch gibt, die noch ein Manaphy-Ei haben? Mindestens 4, die jetzt der Marco gekauft hat. Keinen Bock gehabt, da ewig den zu nerven mit Bildern und klang halt so, wie wenn die Chance hoch ist, dass es noch drauf ist. Jetzt verkaufe ich halt wieder. Bei den Fossilien ja, okay. Ah, dann kannst du ja gechillt. Ich finde, man kann da so ein, keine Ahnung, anstatt dass du zum Beispiel den Turbo-Controller durch die Nacht laufen lässt, könntest du sagen, wahrscheinlich machst du das auch, dass du nur den Turbo-Controller laufen lässt, während du selber auch da sitzt. Quasi du ersparst dir nur das A-Drücken, aber du machst es halt auch wirklich nur dann, wenn du davor sitzt. Also während du zum Beispiel das andere Pokémon hattest, so mache ich es auch, ja. So spart man sich nur die physische Arbeit, den A-Knopf zu drücken. Hallo Prani. Heute ist schon Samstag, oder? Nee, heute ist Freitag. Du bist nicht in die Arbeit gegangen. Fuck. Ich stream oft Samstag, Sonntag. Ich stream oft, wann ich will. Die Zeiten, die ich habe, sind halt da, wo ich fix streame. Aber ich... Rosa ist Ausflug machen. Ich habe nichts Besseres zu tun. Also verbringe ich meine Zeit mit euch Losern. Ach, du meinst 2,7 Millionen minus Ranger haben. Ach, minus war das ja. Ich bin blöd. Ich glaube nicht, dass... Also, ich weiß, wie viele Ranger jemals verkauft wurden. Aber ich schätze, dass sie mehr als die Hälfte noch ein Manaphy-Ei haben. Es ist eine Sache, die ich mich immer gefragt habe. Wenn ich Ranger durchspiele, kommt die geheime Quest, das Manaphy-Ei zu holen. Und wenn ich dann die Quest mache, habe ich auf diesem Spiel das Manaphy-Ei und kann es übertragen auf ein Gen 4 Spiel. Solange ich das nicht mache, solange ich diese Übertragung nicht mache, wie ich sie jetzt hier viermal gemacht habe, aber solange ich diese Übertragung nicht mache, ist doch das Ei da noch drauf? Oder ist das Ei weg, wenn ich einen neuen Spielstand starte? Das Ei müsste so lange drauf sein, bis jemand physisch sagt oder digital sagt, hier auf Gen 4. Und dann glaube ich, also wenn das so ist, das Ei bleibt drauf, schon, gell? Ja, muss ja. Wenn das so ist, dann ist die Chance, dass ein Manaphy-Ei auf einer Cartridge drauf ist, glaube ich, weit über 50%. Weil wer von den Millionen Menschen, die das Spiel gekauft haben, hat denn schon dann das Ei übertragen auf ein anderes System? Du brauchst zwei DS-Systeme dafür. Was damals niemand hatte. Und dann hast du einfach halt wirklich mit Freunden das gemacht. Und... Warte, ich bin fertig, glaube ich. Also es haben schon einige gemacht. Warte, ich bin nicht fertig, was? Es haben schon einige gemacht, aber safe nicht mehr als die Hälfte, glaube ich. Ich meine, wie viele Kinder haben das Spiel jemals durchgespielt? Denen ist das so egal. Oder wie viele Kinder haben es überhaupt durchgespielt? Deswegen ist ja Manaphy zu kriegen gar nicht so schwer. Weil ich glaube echt, auf den meisten ist es noch drauf. Aber 2,7 Millionen, keine Ahnung. 2,7 Millionen wurden verkauft. Ja, ich würde sagen, 1 Million Ranger gibt es auf jeden Fall noch. Oder?
insgesamt 2,7 Millionen verkauft. Das heißt mit Japan und Amerika, aber ja, dann ist es halt, dann wird es schon immer weniger, wenn wir nur Deutsch wollen. Natürlich bin ich entkommen, natürlich presse ich, drücke ich die ganze Zeit B, Gott, ich. Ich finde das der schlimmste Teil, 5 Pokémon fangen, ohne aufzupassen. Hallo JP. Rausgehen oder scheint bei dir nicht die Sonne? Und was ist da draußen? Hier ist tatsächlich krasser Sturm. Schon zu Rosa gesagt, sie soll aufpassen da draußen. Weil allein aufzuwachen, in der Früh im Bett liegen und draußen ist wirklich einfach nur so. Es ist, heute ist krass wieder hier. Gewitter, also nicht Gewitter, aber halt, wie sagt man, Sturm. Was tust du eigentlich gerade? Ich dachte, scheint jemand Affe jagen. Tue ich auch. Hier. So besser? Hallo Demon King. Evoli Angel hat seit 100 Streams zugeguckt. Am Stück. Da kann er Marco einpacken. 100 Streams am Stück, ey. Aber du encounterst nur wilde Pokémon. Korrekt, das ist der Shiny-Prozess. Ausrufezeichen Manaphy. Dann kriegst du vielleicht eine Erklärung. Solange gibt's das Feature doch noch gar nicht. Schon, gell? Es kommt mir wie gestern vor, dass ich mich darüber beschwert habe, dass das dauernd alle machen. Und das soll 100 Tage her sein? Kann doch gar nicht sein. Was hast du gegen Vogelfänge? Lass doch die armen Vogelfänge in Ruhe. So, jetzt geht's los. Hab aber ein Bisaflor und das ist nicht gerade schön gegen die. Hast du vielleicht noch ein anderes Pokémon? Das Ei zu bekommen ist so komplex mit Durchspielen, 2DS-System, dem Afterstory-Content und dem Passwort. Ich wollte sagen, eben das Passwort, das man eingeben musste, ja. Inzwischen kaufen die Shiny Hunter die ganzen Rangers weg. Und da darf man nicht vergessen, soll ich es nochmal probieren, geht es wirklich nicht? Doch, jetzt geht's. Jetzt habe ich mit dem großen DS zuerst angesprochen, der gestern nicht ging. Das ist seltsam. Hallo Rubin. So, wir fangen oben an und hier unten. Wir machen von rechts nach links gerade. Von links nach rechts, von klein auf groß. Wir machen klein zu groß, klein zu groß, klein zu groß. Hallo Virox. Danke für das Glück. Warum ist Manaphy so kompliziert? Warum ist die Banane krumm? Ich kann dir sagen, warum Manaphy so kompliziert ist, weil Manaphy ist shiny locked. Game Freak hat Manaphy shiny locked. Aber, weil die Shiny Hunter nicht akzeptieren wollen, dass es shiny locked ist, haben die Shiny Hunter einen Weg gefunden, wie man den Shiny Lock umgehen kann. Und das machen wir hier gerade. Was musst du am 3DS dann löten? Man, du sagst jetzt extra Lötkolben, weil ich immer Lötkolben sage. Du verbesserst mich doch immer. Das heißt doch nicht Lötkolben. Die Lautsprecher ablöten. Lötstation. Lötkolben. Doch, stimmt, Lötkolben. Was sag ich immer? Ich sag nicht löten, sondern schweißen. Nein.
Ich habe immer, genau, schweißen. Ich sage immer schweißen. Aber es ist jetzt wieder unscharf. Okay, aber. Hey, warum hat sich das resettet? Ayo. Hallo Davide. Ja, wir akzeptieren keine Shiny Locks. If there's a way, there's a shiny. Nein, was? If there's a shiny lock, there's a way. Nein, heutzutage nicht mehr. Heutzutage sind sie ein bisschen zu smart und die Shiny Locks sind tatsächlich undurchbrechbar. Aber damals haben sie, damals war es halt noch so rudimentär, dass man mit viel Aufwand einen Umweg finden konnte. Warum hast du keine Capture-Card in deinem DS Nummer 2? Weil ich keinen Bock habe, nur für einen Pokémon eine zweite DS-Capture-Card zu kaufen. Vor allem kann ich nicht nur einfach eine Capture-Card reinmachen lassen, ich müsste noch ein DS kaufen, weil der DS Lite, den ich hier habe, der kann keine Capture-Card haben. Hallo Mariko. Habe ich es jetzt richtig rumgemacht? Ja. Ja. So, da sind die nächsten vier. Hast du das die Tage mitbekommen mit Snickerstream? Was ist Snickerstream? Irgendwie kenne ich den Namen Snickerstream, aber ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Das goldene Kappa brachte kein Glück gestern. Jemandem brachte es Glück. Nur leider dir nicht. Wie lange soll der Stream gehen? Könnt ihr aufhören, das zu fragen? Ich finde, das ist eine der nervigsten Fragen, die ihr stellen könnt. Ich weiß es nicht. Ich werde es nie wissen. Snickerstream ist eine App für einen gemoddeten 3DS. Damit kannst du ohne Capture Card das Bildmaterial wireless senden. Ah, das war das. Das hat letztens jemand auf dem Discord gefragt oder so, gell? Ja, nee. Ich meine, es nervt schon sehr, dass diese Kamera... Das Problem ist nicht, mich stört nicht die Qualität. Mich stört, dass die Kamera im Weg ist, sodass ich nicht den DS gescheit in die Hand nehmen kann. Das stört mich. Warte mal, hier habe ich die Manaphy-Eier, ne? Das, okay, das heißt, da bleiben wir. Hier starten wir neu. Und hier wird gerannt. Starke Antwort. Okay. Komische Reaktion. Ich habe leider kein passendes System zu testen. Geht nur mit dem New... Achso, das soll nur mit dem hier gehen, mit meinem Großen hier. Ja, nee, ich habe das damals mal probiert. Nee, habe ich nicht. Mit was habe ich das damals probiert? PlayStation? Nee. Mit was? Ach, Kamera. Kamera, genau. Weil es ist so nervig, Kameras. Bei Kameras braucht man ja auch... Also hier, Kameras. Bei Kameras muss man die ja auch irgendwie mit Capture Card an den PC bringen. Und wenn du da keine hast... Wenn du da keine hast... Ist das auch sehr teuer. Da habe ich auch ewig versucht, einen Weg zu finden, wie ich... mit Software quasi die Capture Card ersetzen kann. Unmöglich. Und selbst wenn es eine Software gibt,
Fuck. Selbst wenn es eine Software gibt, dann ist die super wackelig und da ist nichts. Da ist nichts flüssig oder sowas. Kann sein, dass Snickers-Stream aber funktioniert. Ich bräuchte das, wenn dann, für den DS Lite. So, jetzt bin ich hier. Da. Hallo, Little Sheep. Danke, dass du dir die Mühe machst mit den Videos. Hab gestern Abend den Void Glitch probiert und habe nun auch ein Arceus im Pokémon mit meiner OT. Daisuke, wie geil. Ah, ich bin glücklich, aber jedes Mal, wenn es jemand sagt. Ich bin jedes Mal glücklich, wenn es jemand sagt, weil ich immer Angst habe, dass. Weiß ich ja, ich. Nur eine kleine Sache, irgendein Schritt falsch aufgelistet. Bei so vielen Zahlen kann es so leicht passieren, dass ich mich bei einer Zahl verschrieben habe. Aber deswegen jedes Mal, wenn jemand sagt, es klappt, weiß ich, okay, die Leute, bei denen es nicht klappt, die sind einfach nur doof. Wir haben heute den ersten Zettel und das ist J-Gamer mit einem Eneko. Warum laufe ich hin und her? Das siehst du. Warum wohl? Ich dachte, du willst Manaphy-Eier sehen. Hast doch gefragt, warum siehst du kein Manaphy? Warum ist hier kein Manaphy? Hier ist Manaphy. Freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Hallo, Professor Eibe. Mach nochmal, hab weggeschaut. Mach ich sofort. Lohnt sich Breeden in Gen 7? Möchte dort Nagelots breeden? Ich glaube schon, das machen sehr viele dort, ja. Schillerpin, Masuda, 1 zu 512. Hallo Azrael. Soll ich Kappa heute eigentlich wieder blockieren? Nein. Noch nicht. Die 24 Stunden sind noch nicht vorbei. Aber das ist doch jetzt ausgebrütet. Du musst ein neues Ranger kaufen. Ich muss ein neues Ranger kaufen. Nee, so schlimm ist das nicht. So schlimm ist das nicht. Spielst du gerade auf 2DS? Yep. Okay, wir haben schon zwei Leute, also die nicht verstehen, was ich hier mache. Sollen wir es nochmal einmal komplett erklären? Gamerboss, hat dir die Übersicht nicht gereicht? Also ich verstehe, dass man die Übersicht nicht so leicht verstehen kann. Aber die Übersicht erklärt eigentlich ganz genau, was wir hier machen. Ist das Spiel? Da. Hallo Oliver, Dankeschön. Möge dir die 10er-Serie Glück bringen. Dankeschön. Ich komme immer noch nicht rein. Ich glaube, wenn ich das wirklich konzentriert oder während einem Film oder so machen würde, dann würde ich vielleicht die 20 Minuten schaffen. Aber im Moment bin ich bei so 30 Minuten, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ich find's so schwer. Das Schwerste ist, die 5 Pokémon zu fangen. Die killen dann mein Ding und dann Trank und dann. Es ist echt, ich find's sehr schwer. Und wie schaffst du 60 in einem Stream? Letztes Mal, wo ich da war, hast du, glaube ich, 60 in einem Stream geschafft. Wie? Ah, nee, Quatsch, du hast Raikou gemacht. Nee, du hast gar nicht. Es war Raikou, hast du 60 geschafft. Daisuke, du bist ein Robball. Demon King, du bist ein Eisenflügel, oder? Nee. Eisenflügel. Und Magby ist. Ah ne, du bist ein Magby. So, Einstellungen. Nimm
Irgendwie ist es ein bisschen hell hier. Der Reiko waren 60 Manafi, sind bei mir in 4 Stunden ca. 44 Eier. Okay. Ja, ich bin so bei 34 oder so. Oder 6, was ist 36, glaube ich. 32, 36. Eisenfalter, also wie gesagt, Eisenflügel. Wobei ich mittlerweile auch 3 Konsolen für die 4 Eier benutze. Ja. Dann geht's schneller. Mal schauen. Vielleicht muss ich das auch irgendwann upgraden. Stimmt, und du hast ja auch noch HGSS, dann dauert es ja noch länger. Warum eigentlich HGSS? Einfach weil du sagst, das ist dein Lieblingsspiel und deswegen willst du Manafi da haben. Weil du hättest ja sicher Diamant oder Perle. Hallo Phil. Ich erkläre gleich nochmal Rubin. Bitte nicht so ungeduldig. Ich kann nicht einfach dauernd Themen switchen. Bilde ich es mir nur ein oder läuft der Text in Gen 4 schneller, wenn man die Taste gedrückt hält, bis man gezwungen ist, die Taste zu drücken? Ich habe nie wirklich mich informiert, wie die tatsächliche Regel ist. Ich mache es immer so, dass ich B gedrückt halte und dann A drücke. Also quasi du hältst B gedrückt und dann spammst du A. Weil das Gedrückthalten von B sorgt dafür, dass der Text halt schneller läuft. Aber es kann sein, dass die Regel einfach nur ist, gedrückt halten und drücken. Aber jetzt hier in diesem Szenario, schau so, wenn ich hier so, ich halte jetzt gerade B gedrückt und spam A. Und wenn ich das nicht mache, kommt das Gleiche. Ich hab da nie so richtig durchgeschaut. Ich habe ja mal so versucht Speedruns, also ich habe mal so eine Art Speedrun gemacht, im Sinne von, ich versuche so schnell es geht K.O. zu gehen. In jedem Pokémon-Spiel. Dafür musste ich am Anfang halt super schnell die Texte wegklicken. Und da habe ich immer irgendwie versucht rauszufinden, was ist jetzt besser. B gedrückt halten, A gedrückt halten. Aber irgendwie war das auch nicht einheitlich über die Spiele hinweg. Und hier werde ich es, glaube ich, auch jetzt nicht einheitlich irgendwie hinkriegen, dass die Texte so schnell es geht weggehen. Aber ich halte meistens B gedrückt und spam A. Oder A gedrückt und spam B. Je nachdem, ob ich halt Nein oder Ja sagen will. Welches Sandwich nutzt du? Das Wassersandwich. Gekreuzt mit Babyzutaten. Babyspinat. Der Grund für HGSS ist eine längere Story, aber meine Lieblingsgames, man hat 3 Starter Shiny Rolls pro Zyklus statt nur einem wie in Sinnoh und ich hatte einen Channel. Ah ja, stimmt, du kannst. Ja, weil du jeden anschauen kannst im Sprite. Und ich hatte einen Channel Redeem von 500.000, die mich nach Johto verbannt haben für den Rest des Hans. Okay. Also einige Gründe. Aktuell gibt es noch kein Video-Footage von Shiny Manafi in HGSS. Was ein cooler Bonus ist, I guess. Das stimmt. Dann kannst du sagen, wie heißt die Abkürzung? F First Life YouTube First Found Life FFL. Irgendwas war doch da die Abkürzung dafür. Bam, bam. Aber ich glaube, es gilt nur für Pokémon, die noch nie gefunden wurden. Wobei, nee, in einem gewissen Spiel. Und bei dir ist es HGSS. First World Problem? Fast. So, Rubin und Gamerboss, habt ihr noch Interesse daran zu wissen, was ich hier mache und warum? Warum das so anstrengend ist? Ja? Gamerboss ist weg. Der konnte es nicht mehr aushalten. Dann nur du, Rubin. Manafi Shiny Locked. Das heißt, wenn ich Manafi von Ranger übertrage, ist die ID von Manafi und die ID von meinem Trainer, selbst wenn die übereinstimmen, also
Damit ein Pokémon shiny ist, muss die ID vom Trainer und die ID vom Pokémon grob gesagt die gleiche sein. Wenn die gleiche, wenn es die gleiche ID hat, dann ist Manaphy shiny. Das ist aber gelockt in Ranger. Das heißt, selbst wenn meine ID die gleiche ist wie die ID von Manaphy, kann es nicht shiny sein. Aber dieser Lock ist natürlich auf einem neuen Spiel dann nicht mehr da. Deswegen, wir haben hier 4 Eier, das heißt, ich habe 4 Ranger gekauft, 4 Eier runtergezogen auf ein Diamantspiel. Das ist das große Spiel jetzt in dem Fall. Hier. Ich glaube, wir haben schon alle 4 auch. Genau. Das heißt, ich habe hier 4 Manaphys jetzt gerade ausgebrütet. Und diese 4 Manaphys sind immer die gleichen, weil es sind immer die gleichen Eier. Es sind diese 4 Manaphys mit der gleichen ID, Secret ID, sind die gleichen Manaphys. Wir resetten nicht die Manaphys, wir resetten uns. Wir resetten den Trainer. Und jetzt schaue ich einmal kurz die ersten 4 heute nach einer halben Stunde. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Und nicht shiny. Plus 4. Wir haben jetzt 4 Manaphys angeschaut. Und auf dem anderen Spiel, das ist das hier, während ich die 4 Manaphys ausbrüte, spiele ich ein komplett neues Spiel. Also ich habe hier einen komplett neuen Speicherstand angefangen und spiele jetzt Diamant oder Perle bis dahin, dass ich Pokémon tauschen kann. Denn jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel anfange, bekommt mein Spiel eine neue ID. Und wenn diese ID eben irgendwann übereinstimmt mit der ID von Manaphy, ist das Manaphy auf dem Spiel shiny. Das heißt, wir resetten nicht Manaphy, wir resetten das Spiel. Oh Mann, kein Shiny, du hast so Pech. Yep. Imagine, die ID von deinem ersten Spiel hätte gestimmt, ging aber nicht wegen Lock. Ja, das wäre... Aber das wollen wir gar nicht rausfinden. Okay, irgendwas, die Kamera ist heute richtig schlecht eingestellt. Hast du verstanden jetzt? Okay. Deswegen dauert ein Reset bei mir im Moment 30 Minuten, weil ich halt das Spiel bis dahin spielen muss, bis ich tauschen kann. Und ich muss 5 Pokémon fangen, die ich dann mit den Eiern tauschen kann. Denn ich tausche einfach die ganze Zeit die Eier auf ein neues Spiel, brüte sie dort aus, nicht shiny, auf ein anderes Spiel tauschen, nicht shiny, auf ein anderes Spiel tauschen, nicht shiny. Wenn wir es nicht gesehen haben, ist es auch nicht passiert, genau. Der DID ist jetzt eh weg. Wir können gar nicht mehr überprüfen, ob die erste ID richtig wäre. Dauert ein bisschen, ja. Und deswegen gilt das als, für wenn wir auf ein spezifisches Pokémon gehen, gilt das als die schwerste, langwierigste, berühmteste Shiny Hunt, die es gibt. Es gibt wenige Pokémon, die schwerer sind. Also, es gibt bestimmte Pokémon-Eigenschaften, die schwerer sind, in Shiny zu kriegen natürlich, wie 1%-Mons, Safari-Mons natürlich. Aber wenn es darum geht, ein Manaphy zu kriegen, das ist die einzige Möglichkeit. Und Jirachi. Aber Jirachi ist ein Ticken leichter. Wobei, auch Ansichtssache. Aber warum 5 Pokémon fangen? Es sind doch nur 4 Eier. Korrekt. Ich meine, ich muss schon 5 Pokémon fangen, gell? Ich überlege gerade selber. Ja, weil ich Eier bekomme. Und wenn ich... Also, in Gen 4 ist es zumindest so, ich glaube, heute ist es nicht mehr so. In Gen 4 ist es zumindest so, dass wenn du Eier tauscht... Was wir machen mit Manaphy, wenn du Eier tauscht, müssen 2 normale Pokémon im Team sein. Deswegen habe ich auch 4 Eier und nicht 5 Eier. Weil
Das Spiel sagt, hey, wenn du Eier, also du musst mindestens 2 Pokémon im Team haben, wenn du Eier tauschen willst. Starter gibt's doch auch. Ja, ich habe einen Starter und 5 Pokémon, sind 6. 6 Pokémon kann man im Team haben. Brauchst immer 2 im Team. Ja, aber ich brauche immer 2 im Team wegen Eiern. Und im anderen Spiel habe ich ja keine Eier. Deswegen dachte ich, vielleicht reichen da 4. Aber es geht ja darum, dass ich auch Eier bekomme. Und deswegen muss ich da auch 2 Pokémon haben. Wolltest du nicht Final Fantasy spielen? Wolltest du nicht heute den Abwasch machen? Wir lügen alle mal. Du brauchst 2 kampffähige Mons im Team. Ja. Und mit Jirachi hat man nicht die ganze Zeit Angst, was falsch zu machen. Naja. Also es ist schwerer, was falsch zu machen, aber du könntest den Safe falsch korrupten und dadurch ist dein Safe weg. Und bei Channel wäre es dann so, dass du das ganze Spiel neu durchspielen musst. Wenn du irgendwie super doof bist, dann löschst du halt beide deine Backup-Saves und dann ist dein Safe komplett weg und du musst das Spiel komplett Champ besiegen, um wieder Jirachi empfangen zu können. Aber zumindest ist nichts kaputt. Du müsstest nur das Spiel nochmal durchspielen. Hier sind die Eier weg und du müsstest 4 neue Rangers kaufen. In Pokémon Channel gibt es einen Champ. Das habe ich nicht gesagt. Nein. In Rubin und Saphir gibt es einen Champ. Rangers kosten ja nichts. Doch. Ein Ranger habe ich von Danu geschickt bekommen. Ja. Und ein Ranger habe ich zu viel gekauft. Der Champion Channel ist das Anton mit Krawatte. Unser News Anchor Anton. Bei Pokémon Channel kannst du Jirachi bekommen, indem du einfach die Zeit auf ein paar Jahre später stellst. Warum bin ich am Sterben? Sicher? Du meinst, ich kann das Spiel starten, keinen Sender freischalten, stell einfach die Uhr von der GameCube auf ein paar Jahre vor und dann erscheint Jirachi? Das glaube ich nicht. Ich glaube, du musst das Spiel durchspielen, was 2 Stunden dauert, wenn du weißt wie. Wenn überhaupt. Hast du damals gemacht? Okay, ich glaube trotzdem nicht. Neues Spiel starten? Komisch, dass das dann kein Shiny Hunter jemals erwähnt hat, dass du einfach das Spiel durchspielen kannst, indem du das Spiel neu startest und die Uhr auf Jahre vorstellst. Das glaube ich nicht. Was kann sein? Ich weiß es nicht. Ich müsste es googeln. So viel wie dieser Typ mit Trank redet, habe ich das Gefühl, man kann genauso schnell auch ins Pokécenter gehen. Aber es ist langsamer. Habe ich schon 5? Nein, nicht ansatzweise. Oh nein, dein armer
Dein armer Lieferant. Irgendwie seitdem ich die Bidisas... Oh Gott, ich hasse es, die Pokémon fangen zu müssen. Entweder ich mache zwei Kratzer, dann besteht die Chance, dass sie tot sind. Und ich gehe safe während den fünf Pokémon einmal down. Oder ich tue ihnen nur einmal weh und die Dinger bleiben im Pokéball nicht drin. Was soll ich nur tun? Wenn ich gleich einen Gott zu fangen. Hört auf mit diesem dummen Gott-Argument. Bidisa ist kein Gott. Er wird erst zum Gott, wenn er einen guten Trainer findet, der ihn quält. Das volle Potenzial aus ihm rausholt. Schade, dass es nicht auch schon Bank für Gen 4 gab. Ja, da müsste ich nicht bis zum Tauschbildschirm. Dann kann ich einfach das Spiel starten, rüber tun. Beziehungsweise durch die 2 Minuten durchgehen, dass die Bank gestartet wird. Du kannst das Auge steuern, indem du Kanalpunkte benutzt. Oder indem du subst, Geld gibst, was auch immer. Das Auge bewegt sich halt. Bidisa Level 100 ist Gott. Das goldene Bidisa ist Gott. Hallo Mauri. Und Mauri, bist du jetzt am Odd-Eck vorbeigerannt? Und rennst zu Celebi? Ja, oder? So, wir haben 5. Ist aktuell beim Garados. Das gute Garados. Hey, wenn du dich anstrengst, findest du einen nicht-shiny Garados an der Stelle. Also du kannst das rote Garados so oft resetten, bis es blau ist. 1 zu 8000. Das ist die beste Shiny-Hand. Lüg mich nicht an. Ich wiederhole nur, was YouTuber gesagt haben. So, wir gehen hier hoch. Schau, der Salad hat das Auge kontrolliert. Und Mauri. Mauri ist ein Gortrom. So, wir tauschen von rechts nach links. Von groß auf klein. Stimmt, wenn die Eier hier drin zählen würden, könnte ich ja hier drin ein Ei ausbrüten. Aber was wir wirklich echt uns überlegen könnten, wäre das Ei, wenn das Ei shiny da ist, dann brüten wir das Ei in der Zerrwelt aus. Hallo Roter Jay. Retro, du bist ein Shiny Schmerbe. Shiny Schmerbe. So, wir gehen von rechts nach links, also von oben nach unten. Selle, dankeschön für 32 Monate. Was sagst du da? Ich sag mit total ernster Stimme, dass man das rote Garados
non-shiny handen kann auf ein blaues Garados. Und das meine ich komplett ernst und war kein April-Scherz von Oliver. Jeremy, du bist ein Manafi, aber nicht shiny. Bringt das jetzt Glück oder Pech? Und Jay, du bist ein Charmian. Charmin. Hab deinen Tipp befolgt und spiel das Spiel nur mit dem Starter durch, plus vor einem Pokémon. Welchen Starter hast du genommen? Tornupto? Nice, so wie ich in meiner Kindheit. Damit geht's auf jeden Fall, das habe ich sogar als kleines Kind geschafft, nur mit Tornupto durchzuspielen. Aber du musst es Killer nennen. Nee, Mauri spielt Kristall. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht ist Kristall schwerer? Nee, oder? Wenn dann leichter vielleicht. Bei dir hieß Tornupto immer Flame. Das ist auf jeden Fall kreativer als Killer. Kanimani ist beste. Alle sind cool. Alle von Gen 2 sind cool. Alle von Gen 1 sind cool. Alle von Gen 3 sind cool. Alle von Gen 4 sind cool. Und dann wird's schwierig. Rechts nach, von hier nach da. Sorona, du bist ein Garamokles. Ich gebe Pokémon auch nicht Spitznamen. Außer damals. Und wenn irgendwas Besonderes passiert. Ob man Manafi einen Spitznamen bekommt? Ich habe mir gedacht, Deoxys benenne ich vielleicht nach dem Film, den ich in dem Moment gucke, während ich Deoxys suche. Gestern habe ich Sinister angeschaut. Was für ein krasser Horrorfilm. Krasses falsche Wort vielleicht. Aber der ist nicht schlecht. Sinister mit Ethan Hawke. Und ich habe mir gedacht, wenn es jetzt kommt, nenne ich das Deoxys Sinister. Es hätte auch gepasst. Aber eigentlich sollte ich das Deoxys Redemption nennen oder so. Du fandest den nicht gut? Was fandest du nicht gut? Ich habe es tatsächlich nicht kommen sehen, obwohl ich mir danach dachte, Mann, ist so offensichtlich. Ich habe es nicht kommen sehen. Die Jumpscares waren ein bisschen billig, aber es ist halt ein Jumpscare-Film. Ich mag Jumpscares nicht, aber ich fand die Story trotzdem gut. Gen 4 hat Plinfa voll reingekackt. Hä? Plinfa? Plinfa wird zu einem der geilsten. Der wird zu hier Napoleon. Wie geil ist bitte Napoleon? Wie heißt er? Impoleon. Ich hasse Plinfa, aber es wird zu Impoleon. Wie cool ist Impoleon? Und dann ab Gen 5 hat jede Gen hässliche, dumme Starter. Irgendwie in der Reihe. Foi Foi. Erst und einziges Mal, wo ein Poké einen Spitznamen hatte. Foi Foi. So, wir haben die Pokémon gerade übertragen von oben nach unten. Also kann ich den hier resetten. Jetzt eigentlich schon. So. Nehmen wir hier die Eier. Ja, man muss nur ein bisschen nachdenken, dann geht es auch um einige schneller. Dann habe ich hier die Eier, check, check, check. Yes. Run, you fool! Run! Was bedeutet Odds? Odds ist einfach nur ein anderes Wort für Chance. Die Chance, dass ein Shiny kommt, ist 1 zu 512.
1 zu 8192. Die Odds, dass ein Pokémon kommen, ist 1 zu 512. Ist einfach ein anderer Begriff. Chelterra fucking. Chelterra ist cool. Ja. Die sind alle cool. 1 bis 4, jeder Starter cool. Aber der Film Smile ist noch schlimmer. Smile ist auch auf meiner Liste, aber ich glaube, der ist noch, also der ist wirklich halt purer Jumpscare-Film, oder? Ja, der das Kind damals nicht Panflank genommen hat beim ersten Playthrough, ist mir eh suspekt. Ich weiß nicht mehr, was ich genommen habe damals. Ich meine, ich habe Gen 3, glaube ich, ein Jahrzehnt später auf dem PC gespielt. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich genommen habe. Pfugel? Warum denn Pfugel? Warum hieß dein Bautz Pfugel? Was heißt Pfugel? Vogel. Serpifeu ist sehr gut, ja. Serpifeu habe ich auch in Gen 5. Das ist es halt, ich war kein Kind mehr beim ersten Mal Gen 4. Und deswegen magst du einen kleinen süßen Pinguin nicht, der zu einem geilen Pinguin wird? Ja, es ist wirklich so gedrückt halten und drücken beschleunigt den Text. Aber macht es den Text einfach nur auf Speed 3? Nee, oder? Der ist auch mit Speed 3 schneller. Vogel. Vogel. L-E-O. Otto ist einer meiner Lieblinge. Ich finde Otto zum Beispiel lang nicht so gut wie Plinfa. Weil Admurai einfach lame ist. Ich denke halt immer an die komplette Reihe. Es gibt wenige komplette Reihen, die perfekt sind. Und Otaro ist keine perfekte Reihe, finde ich. Aber bis hin zu Gen 4 ist jede Reihe perfekt. Und dann fängt es mit Gen 5 an. Otaro, Ferkuli, Floink meine ich. Serpifeu ist perfekt. Was ist das? PT, D oder P? Platin, Diamant oder Perl? Bouts bester Starter. Ja, da ist Robball. Robball ist doof. Wo sind die Dataarbeiter bei so einer lebenswichtigen Frage? Hallo Sakura. Ach, dieser dumme Schild da immer. Mami. Ich meine, was spielst du? Ach so. Diamant und Perle. Das Große ist immer Diamant und das Kleine ist Perle. Wie gesagt, schau dir die Übersicht an, Ausrufezeichen Manafi. Da steht alles drauf, erklärt, wie das hier funktioniert. Kategorie ist falsch. Du kannst mich mal. Foxy ist bester in Gen 6, Igamaru ist auch toll, aber Finks mag ich von denen irgendwie nicht. Was? Okay, wir haben einfach den entgegengesetzten Geschmack, ist okay.
Gen 6 hat gute Starter, aber Igamaru ist das Schlechteste von allen. Igamaru ist langweilig. Die letzte Entwicklung ist zwar die beste von den dreien, aber auch nicht gerade so geil. Fingst ist die beste. Und natürlich Quajutsu ist auch mega. Igamaru ist bester. Hä, das ist ein kleiner, was ist das überhaupt? Ein kleines Eichhörnchen. Hallo Sonius. Hallo Tracy. Robbald ist bester Wasserstarter. Okay, also vielleicht reden wir deswegen nicht über diese komischen Fragen, was ist das beste Pokémon, was ist der beste Starter, weil ich euch dann alle nicht mehr mag. Wie kann man denn Robbal als bestes Wasserstarter nennen? So ein dummer kleiner Pinguin mit einem Ball? Also bitte, widerlich. Bin ich fertig hier? Nee, eins noch. Pinguin? Ein Pinguin, der zu einem mächtigen Napoleon wird? Habe ich Pinguin gesagt? Achso, Robbe. Sie wird zu einer Meerjungfrau. Nein, die Robbe wird zur Robbe. Es ist einfach nur eine Robbe. Wie kannst du... Du kannst nicht sagen, dass eine Robbe zur Meerjungfrau wird. Es ist eine Robbe. Menschen werden zur Meerjungfrau. Beste Startentwicklungsreihe? Weiß ich nicht. Gibt so viele, die gut sind. Finx, Serpifeu, Feurigel, Endivie. Sind alle S-Tier. Perfekt. Quajutsu. Filori. Filori ist auch eine verdammt gute Reihe. Auch wenn ich Filori am Anfang nicht mochte, weil es einfach nur eine Basic-Katze ist. Aber sie ist so viel mehr als Basic. Gen 6 ist doch alles cool. Nein, Igamaru ist so langweilig. So, wir können Manaphys checken. Wir haben 4 weitere Manaphys. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nein, die ist schön. Nein, die ist hässlich. Besonders Igamaru ist noch ganz cute, aber die Entwicklungen dann crap. Nee, ich finde Igamaru ist das Schlimmste von den drei. Nee, das zweite ist wie immer das Schlimmste. Die letzte Entwicklung ist noch ganz cool, aber die zweite ist hässlich und die erste ist einfach nur langweilig. Mach doch mal Umfrage, was bester Starter ist. Nein. Lurik ist mein All-Time-Favorite, geht wohl vielen so. Ah, Quatsch. Glaubst du nicht, dass Glurak eins der Lieblings-Pokémon ist? Wer sagt das denn? Ist ja nicht so, als... Wäre überall Glurak. Mit der Aussage über Felori hast du aber das Gegenteil bewiesen. Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast halt keinen Geschmack. Klar habe ich. Mit der Aussage über Felori hast du aber das Gegenteil bewiesen. Was? Felori sieht die Entwicklungen scheiße aus. Oh mein Gott. Natürlich muss Verox wieder gegen all die Normen reden. Jeder findet die Entwicklung von Filori am besten im ganzen Spiel. Maskagato ist so eine Offenbarung. Es ist so gut. Und jetzt kommst du und sagst, dass Gelokrok am coolsten aussieht. Nee, Bylonda. Bylonda ist das Beste von denen. Es hat voll den coolen Rhythmus drauf. Gelokrok ist eine dumme Pinata. Ja, Alkrokel ist das Beste von allen.
Aber sobald es sich entwickelt, ist es einfach nur noch peinlich, leider. Dumme, eckige Pinata. Skelocorg ist halt besser als die anderen beiden. Niemals. Ist halt falsch. Glurak, der riesige Drache, der kein Typ Drache ist und nur 1,70 groß ist. Ja. Ich meine, wie mächtig möchtest du Glurak denn noch machen? Stell dir vor, das wäre ein Drache. Es wird niemals einen Starterdrachen geben, wahrscheinlich, oder? Viel zu mächtig. Gibt's einen Starterdrachen? Will ihr nicht, dass ich jetzt irgendwas Doofes sage? Nee, gibt's nicht. Ich habe gestern gegen Giovanni gekämpft in Pokémon Go und der hat einfach Seedraking. Ich krieg dieses Seedraking nicht klein. Wenn ich Drache nehme, macht er mich sofort weg mit seiner Drachenwut. Wenn ich Elektro nehme, habe ich auch keine Chance. Okay, Glurak sollte fliegen können. Das ist zum Beispiel Quatsch. Ich meine, du kannst auf Habitat fliegen. Warum kannst du nicht auf Glurak fliegen? Mit Glurak kannst du ab Gen 2 fliegen? Okay. Auf Dodo kann man auch fliegen, ja. Das dreht seinen Kopf ganz schnell wie ein Helikopter. Stimmt, in Sonne und Mond ist Glurak das Flug-Pokémon. Stimmt, stimmt, stimmt. Man kann auf Glurak fliegen. Warum sagst du Glurak einfach schlechter machen, als es ist? Game Freak erfindet ein Pokémon und dann sagst du, die haben es schlechter gemacht, als es ist. Nein, es ist so, wie es erstellt wurde. Ein Pokémon ist nicht besser, weil du es gerne so hättest. Warum ist Potrot so kacke, Mann? Potrot ist das beste Pokémon. Game Freak hat Potrot echt extra schlechter gemacht, als es tatsächlich ist. Hä? Potrot wird irgendwann noch alle überraschen. Ich verspreche es euch. Mega Potrot. Aus jedem Loch kommt ein Kopf raus. Nach Tara einfach nur Unlicht gegeben, statt noch zusätzlich Typ Gift, scheiß Game Freak. Ja. Warum willst du, dass nach Tara Gift ist? Wenn dann Fee, Unlichtfee. Das wäre cool. Warum tun mir die Pokémon so weh? Mensch-Auge. Dankeschön für 3 Monate. Wie viel Evoli-Entwicklungen haben wir bisher? 3, 5, 7, 8. Jetzt passt auf. Ich weiß Insider-Informationen. Zu Gen 10 bekommen wir 2 weitere Evoli-Entwicklungen, sodass wir 10 Evoli-Entwicklungen haben. Bestätigt. Es macht Sinn. Das muss Game Freak machen, weil es Sinn ergibt. Ich habe am Donnerstag nach nur 248 Resets mein Shiny Celebi in Kristall bekommen. Geil. Das ist echt, das ist sehr, sehr gut.
Bisschen schämst du dich dafür, aber gib zu. Ein bisschen bloß. Ein ganz kleines bisschen hattest du gerade Angst, das zu schreiben. Ein bisschen. Ja, ich habe die Hand nie gemacht. Ich kenne Leute, die da sehr, sehr Glück hatten und welche, die da gar kein Glück hatten. Oh, jetzt wurde Happens. Warum hast du vorhin Fusion gemacht, Happens? Gib dir mal die Punkte wieder. Hast du wahrscheinlich eh schon gemacht, ne? Kalriss konnte endlich die Fusion machen, oh mein Gott. Aber jetzt hat Kalriss Happens Fusion überschrieben. Sellet, du bist ein Gaslord. Alter Gasmaster. Gassel. Wie heißt er? Nicht Gaslord, sondern... Gaslord ist Englisch, der ist doch... Schlinking. Du hattest an deinem Geburtstag Erkältung. Kaka. Kalriss. Hier. Ich glaube, wenn ich das Pokémon nicht in den orangen Bereich bringe, brauche ich erst gar nicht Attacke machen. Weil erst der orange Bereich sollte, glaube ich, die Pokémon leichter fangen lassen. Ja, bist du glücklich damit? Was hast du getan? Mann, da hat er so lange gewartet, endlich Fusion machen zu können und dann kommt sowas dabei raus. Mann. Ich erkenne die Pokémon nicht mal. Garados und Geradax. Wie Senior war das? Nee. Gott, Geradax und wie Senior sind so ähnlich. Nee, das war wie Senior. Wie Senior war das? Geradax wäre ja Gen 3. Ja, das Gesicht sah ein bisschen aus wie Pikachu, aber der Schwanz nicht. Ich habe Insider-Infos, dass GF plant, jeden Typ mit Evoli abzudecken in Gen 10 als Jubiläum. Ich glaube, wir kriegen Evoli X in Legends Zar. Nee, Evoli Z. Es gibt bisher keine Evoli Mega, oder? Es gibt keine Mega-Evolis. Stell dir vor, Evoli kriegt Mega und dann kriegt automatisch jede Entwicklung auch ein Mega. Wow. Wird so sein. Verbreitet die frohe Kunde. Wenn sie sich die Kassen voll machen wollen, tun sie das. Es ist das Schöne an Pokémon. Die müssen nichts machen, die werden trotzdem ihre Kassen füllen. Hallo Olopoto. Eine Weiterentwicklung für Blitzer, Aquanon und Flamara ist sowas von safe. Stimmt, warum haben die eigentlich alle keine Weiterentwicklung? Hast du Hype auf ZA? Ich habe nie Hype. Nein. Ich bin die Ruhe in Person. Ich bin die Apathie. Was ist Apathie? Apathisch auf Nomen? Apathie? Ich erfreue mich nur um Leid anderer. Genau, ich erfreue mich nur daran, dass es kein Gen 5 Remake gibt. Mein Hype ist auf das nicht kommende Gen 5 Remake. Und das nicht kommende Johto Remake. Da ist mein Hype. Die ganze Hype-Kraft ist dabei draufgegangen. Apartheid, das ist wieder was anderes. So, wir haben 5.
Hey, wie wundervoll ich das Zeitgleiche mache. Eben, ich habe das Gefühl, wenn man so krass auf etwas gehypt ist, umso ungehypter ist man, wenn es dann da ist. So war das bei mir oft so. Deswegen einfach auf nichts freuen. Einfach bei allem gleichgültig sein und dann, wenn es da ist, dann ist es gut und man hat Spaß, dann ist es noch geiler. So funktioniert das doch. Wir tauschen von links nach rechts. Ja, von links nach rechts, das heißt von oben, von unten nach oben. Bin gehypt auf, dass ein neues Game kommt und ich lasse mich komplett überraschen. Du bist so positiv, seitdem du Arceus hast. Die ganze Last ist von deinen Schultern gefallen. Was war die finale Zahl? 13.000. 13.000 elendige BDSP hässliche Chibi-Optik-Resets. Eine Last, ja, aber eine Leere ist entstanden. Mein Darkrai hast du geholt. Shaymin, hast du Shaymin? Hast du alle drei jetzt? Du hast alle drei geholt. Das heißt, wir haben jetzt die. Was wolltest du machen? Ah ja. Die Fossilien, aber was ist das andere, was du während den Fossilien machst? Ach, Typ 0. Ich erinnere mich. 38 und 212. Heute habt ihr keine guten Zahlen drauf. Heute kommen nur die zusammengewürfelten. Wulrox. Wulrox? Wie wär's mit Wulrox? Tom, du bist ein Altarier. Ich mach gerade Arceus und Venikro und beide ärgern mich. Du machst Arceus in BDSP und Venikro in Usum. Din. Olopoto, du bist ein Olini. Danke für das Glück. Was ist das? Hatten wir das nicht gestern? Krokel. Akub? Akub ist ein Bus.
Krokel. Kinoso. Krokel. JJ, du bist ein, das tut mir sehr leid. Ich weiß ja mal den Namen davon. Eine Meerjungfrau als Robbe. Eine Robbenfrau, jung. Robbenjungfrau? Ich sage, das ist ein Krokel. Oh. Oh. Okay. Shiny Gastellet. Nicht schlecht. So, warte, wo bin ich? Die Eier sind auf. Die Eier. Achso, warte mal, hä? Doch, die Eier sind auf dem System. Okay, das heißt. Bam. Wird in ca. 37 Monaten auch ein Video zu Shiny Manaphy kommen? Natürlich. Warum haben die eigentlich nicht... Also, sie haben Manaphy in BDSP angeboten. Stimmt eigentlich. Manaphy kann man in BDSP sogar haben, aber halt so ultra langweilig. Stellt euch mal vor, die hätten in BDSP so ein kleines Minispiel gehabt, das so wie Ranger funktioniert, aber halt nur so ein kleines Level von Ranger in BDSP. Und so hat man sich in Manaphy freigeschalten. Aber nein, du gehst einfach zu einem NPC und er gibt dir in Manaphy. Wo ist der NPC? BDSP? In Flori, glaube ich. Was braucht man nochmal für Manaphy? Google it. Manaphy kannst du heutzutage in zwei Spielen, die einfach holen. Kann sein, dass Manaphy auch zeitlich begrenzt war. Es war doch, es war Mew und... Nee, man hat Mew und Jirachi gekriegt. Manaphy war zeitlich begrenzt, oder? Nee, Manaphy war nicht in BDSP. In BDSP war der Hinweis auf Manaphy. BDSP war Frühkaufverbund. Genau, das hatten wir letztens gesagt. Dirk. Ein Perl heißt er Dirk und ein Diamant heißt er Lutz. Da finde ich cooler, wie sie es im Englischen machen. Dass der Böse immer oder dass der Rivale immer Perl. Ich glaube, oder? Im Englischen heißt er Pearl oder Diamond. Und dann in Platin heißt er, glaube ich, wirklich Platin. Und dann, ich glaube, mit Gen 5 haben sie aufgehört.
Da kannst du, da haben sie dann alle ihre festen Namen. Mit Bell und Sharon. Hallo Kativa. Genau, Mew und Manaphy. Mew und Jirachi kann man sich immer holen, ja. Mit dem Spielstand. Ich dachte immer, es ist Mew und Manaphy. Weil Manaphy ist halt das Gen 4-Mon. Und Jirachi ist ja eigentlich Gen 3. Aber Manaphy war dann durch Legends Arceus. Wann träumst du morgen? Was? Streamst du morgen? Gar nicht? Um 3? Um 3 Uhr morgens? Um 4? Haben wir nicht vorhin gesagt, du sollst aufhören, diese Fragen zu stellen? Bin wieder da vom Laminieren. Was hast du laminiert? Manaphy kann man sich auch immer holen, einmal pro Spielstand. In Legends Arceus, aber nicht in BDSP. Oder kannst du immer wieder den Frühkäufer-Bonus eingeben? Echt, kannst du einfach den Frühkäufer-Bonus immer wieder eingeben? Ich glaube, der war online gedacht. Der läuft aus, glaube ich, der Frühkäufer-Bonus-Code. GTA San Andreas Cheats laminiert. Geil. Sehr gut. Ich bastle ein Kalenderplakat für meine Tochter. Monat, Datum, Wetter. Wetter? Weißt du jetzt schon das Wetter? Wie macht man das? Oder gibt man dann... Soll man dann das Wetter eintragen? Oder? Ja? Wie, echt? Du sagst dann da... Dezember 2024, Schnee. Ich schicke dir ein Bild, wenn es fertig ist. Mach das. Doch, BDSP auch. Wie? Ende Februar 2022. Soll ich mal ein anderes Mon probieren? Plinfa. Filzmatte. Oh, du bist der Pimmel. Du bist ein Schlick da. Schlick da. Was ist BDSP für ein Pokémon-Spiel? Brilliant Diamond and Shining Pearl. Das Remake von dem hier. Viele Deutsche kennen BDSP nicht, sondern da heißt es SDLP. Nee, wie heißt es?
Ich sage immer BDSP, weil das halt international ist, aber genau genommen stimmt BDSP nicht. Das heißt, Shining, nee. L, Leuch, LP, 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 Leuchtende Perle. Ich vergesse sogar immer, wie der Diamantteil heißt. Leuchtende Perle und strahlender Diamant. Strahlender Diamant. SDLP. Ja, doch, hatte ich recht. Strahlender Diamant, ja. SDLP. Hallo Katetsu. Ja, ich glaube auch, die meisten sagen BDSP. Es klingt einfach besser als SDLP. Warum auch immer. Aber wir sagen Kapu anstatt SV. Oder Legends Arceus. Für Legends Arceus haben wir keine Abkürzung, oder? Wie heißt das, was du hast? So viele gemeine Sachen, was ich sagen könnte. Ah doch, PLA, genau. Pokémon Legends Arceus, genau, ja, ja. Was du hast, nennt sich Shitso, ne. Ich kann nichts dafür, ich meine, ich mache das nicht ernst. Es gibt einfach Begriffe, die kann ich mir nicht merken. Weil ich in meinem Kopf fängt es mit A und mit E an. Aber jetzt weiß ich, es heißt Epilepsie. Epilepsie. Aber ich denke immer an A, 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 S, 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 S. Aber es fängt mit E an. Das, was einfacher von den Lippen geht. Kapu ist tatsächlich einfacher als SV. Kapu ist halt einfach ein guter Name. Kapu, SV. Scarlet. Ich glaube, keiner sagt SV, SV. Keiner sagt SV. Die sagen alle Scarlet Violet. Und wir sagen halt Kapu. Ich hab schon. Okay, der nächste Batch. Wir haben kein Shiny. Kein Shiny. Kein Shiny. Kein Shiny. Plus 4. BDSP, PLA, Usum. Usum ist halt gleich überall. Oras ist überall gleich. BDSP und Kapu sind so die einzigen, die in anderen Black and White, Schwarz, Weiß. Ja, wir sagen auch Black and White. Wir sagen auch BW2 und BW1. Da wird es eigentlich auch, da würden wir eigentlich auch S, S und W sagen. Kapu wurde in Sonne und Mond angekündigt mit Kapu Riki. Nope. Was hat denn die Kapus zu tun mit Kapu? Du sagst um RSE statt RSS. Ich weiß nicht, was das ist. Du sagst auch SW, schwarz-weiß und nicht BW. Ich sag BW. Warum nicht? Schade. Okay. RSE, RSS. So, nee, so denke ich nie. Das ist R und S und SM. Beziehungsweise E. Ja. Was machst du eigentlich mit den drei Eiern, wenn du das eine Shiny hast?
Weiß nicht, was sollen wir damit machen? Was könnten wir damit machen? Gute Vorschläge. Verschenken. Die haben aber dann die OT Leo. Anzünden. Das Wasser-Pokémon, das kann man nicht anzünden. Man kann Eier nicht transferieren. Nope. Wir können hier auch nicht online tauschen. Und dann sowieso nicht mehr. Hallo Anubis. Viele wollen die OT Leo haben. Soll ich ernsthaft 3 Nicht-Shiny-Manafis dann verschenken? Was ist, wenn ich irgendwann nochmal Shiny-Shiny-Hunden habe? Was ist, wenn ich es nochmal irgendwann Shiny-Hunden will? Ich glaube, ich tue denen jetzt nicht mehr weh, sondern ich schmeiß einfach Bälle. Aber ich kann das Manafi transferieren und dann das Manafi verschenken. Aber es hat halt dann die OT Leo. Aber alle werden dann wahrscheinlich ausgeschlüpft in der Zerrwelt, wenn wir das machen. Verschickt die Eier, dann kann man weiter hunten. Ja, ich kann sie halt nur verschicken auf ein anderes Spiel dann. Aber es ist ein bisschen risky, minimal. Weil ich müsste mir dann merken, welches von denen shiny ist. Hoffen, dass ich das richtige Ei behalte. Die anderen 3 würde ich weiterschicken auf ein anderes Spiel. Und das eine Ei würde ich behalten und ausbrüten in der Zerrwelt und dann ist es shiny. Wenn ich aus Versehen das falsche von den 4 Eiern auswähle, dann ist das shiny wieder weg. Das heißt, ich... Krass, wie das nicht drin bleibt. Das heißt, ich tendiere eher dazu, alle 4 auszubrüten. Ohne irgendein Risiko einzugehen. Imagine, die schlüpfen dann einen Schritt vor der Zerrwelt. Oh, das ist ja ein ziemlich weiter Weg, oder? Oh, wir müssen den kompletten Berg hoch. Wie komme ich da hin? Es bleibt nicht drin, ne? Wie soll ich da hochkommen? Fuck, ich komme da ja gar nicht hoch. Außer es ist das letzte vielleicht. Man kann es da nicht hinfliegen, ne. Du musst durch den kompletten Berg durch. Und zum Portal. Ein Bidisa bleibt nicht im Pokéball drin. Ich hasse das. Ich hasse es so sehr, dieses Spiel. Ach stimmt, ich habe ja gar kein Platin-Spiel. Wir können es gar nicht in der Zerrwelt schlüpfen lassen. Ah, warum denke ich die ganze Zeit Zerrwelt? Die gibt's hier ja gar nicht. Gibt's hier sonst irgendwas Cooles? Safari-Zone. Wo kann ich ein Ei hier schlüpfen? Was Cooles. Irgendjemand hatte was gesagt. Halle des Beginns. Da muss ich auch erstmal hinkommen. Halle des Beginns, dafür brauchte ich ja die Azurflöte. Pokeliga. Hallo Yoshi. Soll ich dir mein Platin schicken? Ich hab Platin, darum geht's nicht. Park der Freundschaft. Park der Freunde. Mein Heimatdorf im Void. Dann hätte ich Angst, dass das Manafi nicht übertragbar ist, wenn ich es in der Void schlüpfen lasse. Vielleicht sagt der Bank irgendwie, das gibt's nicht. Erholungsgebiet? Erholungsgebiet würde passen, ja. Wenn du weißt, welches Shiny es ist, einfach das auf die letzte Stelle packen, dann schlüpft es als letztes. Oh, du hast so recht. Stimmt, wenn wir sehen, dass es das dritte Ei ist, kann ich neu starten, das Ei an die letzte Stelle packen und dann ausschlüpfen. Ja. Somit können wir schon mal... Ich glaube trotzdem nicht, dass ich, wenn ich im Platin wäre, zur Zerrwelt kommen würde, weil sie ist sehr weit weg. Ich muss durch den kompletten Berg. Wir müssen dann die perfekte Route aussuchen und gucken, ob die Schrittzahl ausreicht.
Aber wir haben halt die einzigartige Möglichkeit hier, uns auszusuchen, wo das Ei dann schlüpft, solange es nicht zu weit weg ist. Aber es ist auch nur fürs Spiel, weil sobald du es auf Form überträgst, ist der Ort weg. Wie viele Schritte sind es? Ist schwer zu sagen. Aber im mindestens sollten es 1000 sein. Aber vielleicht sind es mehr. Wahrscheinlich sind es mehr. Aber mindestens 1000. 4 mal 250. Weil zwischen jedem Ei sollten 250 Schritte passieren. Weil das ist ein Zyklus. Vielleicht bei den Seen schlüpfen lassen. Ist das Manafi See des Zorns? See der Kühnheit. See des Wissens. Okay. See der Stärke für das Durchhaltevermögen. Lucy. Hallo. Nur das Bedieser hat Probleme gemacht. Alle anderen sind im Ball drin geblieben. Anubis, Dankeschön für 900 Bits, Dankeschön. Danke. Komm eigentlich. Weniger wilde Pokémon, wenn man durchs Gras rennt, oder mehr? Gibt's nicht die Regel, dass beim Rennen die Pokémon aufgescheucht werden? Ja, ne? Man könnte weniger denken, weil man halt schneller durchs Gras geht, aber tatsächlich gibt es die Regel in den meisten Spielen, dass du durch das schnelle Rennen die Pokémon eher aufschreckst und deswegen kommen mehr, weil du rennst. So wie auch Trainer dich eher sehen, wenn du rennst, weil sie, naja, weil sie dich rennen hören oder rennen sehen. Du glaubst, das ist in den Games ein Mythos? Ich habe das letztens, glaube ich, bei einem Speedrun, bei so einer Speedrun-Erklärung gesehen, dass Speedrunner deswegen nicht rennen. Oder als perfekt abwechseln zwischen Rennen und Gehen, damit die keine wilden Pokémon treffen. Irgendwas hatte ich da gesehen. Wir tauschen von oben nach unten. Eine Idee, wenn du es bis zum 28. nicht findest, gibt es einen 24-Stunden-Stream, in dem du Manafi huntest? Nö. Warum soll ich das machen? Das macht doch keinen Spaß. Mir zumindest nicht.
Euch auch nicht. Ihr wollt mich auch nicht 24 Stunden lang Multitasking sehen. Failen. 113 und 127. Glücklich? Bist du jetzt so glücklich wie Chanera? Ekelhaft. Das ist tatsächlich, das kann man tatsächlich ekelhaft nennen, ja. Pinera oder Shansir? Shansir. Panera. Pinera. Das ist nicht gut. Das müssen wir wegmachen. Das ist ekelhaft. Das habe ich mir erhofft. Da habe ich mir mehr erhofft. Sah schon krank aus. Nach 10 Stunden nur zwischen den Spielen wechseln und aufpassen, ist der Kopf nur noch Matsch. Rarot, du bist ein Mickrick. Cäsar, du bist ein Kaumalat. Das war kein Kaumalat. Was war es denn dann, hä? Was war es denn dann? Ein Kamalm etwa? Ein Kanalm? Eine Stunde 43 und wir haben schon 12 Manafis heute gesehen. Das ist so ein schlechter Schnitt. Oh mein Gott, wie bin ich so langsam? Ich bin so langsam. Ich werde nicht mal schneller, ich werde langsamer. Immer noch kein Shiny. Unfassbarerweise, ja. Ich sehe so viele Manafis und es ist immer noch kein Shiny. Es ist echt krass, ne? Ich habe so ein Pech. Hier... Wieso, das wäre alle 30 Minuten? Nee, eine Stunde 43 ist eben mehr als 30 Minuten. Anderthalb wäre, ich bin 15 Minuten länger. Das heißt, ich bin 35 Minuten. Pro Reset. Eine Stunde 45 steht hier, dass ich live bin. Und wir haben direkt angefangen. Hallo Itachi. Verbindung, stell dich her. Okay, wir sind hier im alten Spiel, das heißt, ich kann hier rausgehen. Und hier sind die Eier jetzt. Dabei habe ich das Gefühl, ich mache schon so den Wechsel zwischen den beiden Spielen besser. Aber mein Problem ist, ich bin schlechter geworden bei den Pokémon-Fangen. Wie soll ich diese Pokémon schneller fangen? Gerade hat's irgendwie gut funktioniert, nur dieses eine Bedieser wollte den Ball nicht drin bleiben, deswegen musste ich heilen gehen. Ich könnte echt einen Trank jedes Mal kaufen und einfach meinen Starter heilen.
Aber dann denke ich nicht dran. Danke, Cerberus. Ich schicke nächste Woche meinen DS zu Murky und lasse ihn auf USB-C und Charging Mod umrüsten. Ja, das ist geil, das gab es damals noch nicht, als ich es habe machen lassen, dass das Kabel auch nicht nur Daten, sondern auch Strom überliefert. Das ist schon hammergeil. Das gab es noch nicht, als ich das habe machen lassen. Bei mir gab es nur Capture Card und dann noch mit der Möglichkeit, am Fernseher zu spielen und ohne Fernseher. Ich habe natürlich ohne Fernseher. Ich glaube, das war die Option. Ich habe auch einen aus deiner Generation, aber mein USB muckt öfters mal rum. Oh, ich habe da, meiner funktioniert super. Das Einzige, was ich jetzt letztens festgestellt habe, also mein DS steckt im USB von meinem Bildschirm. Was immer kein Problem war, aber jetzt habe ich eben diese zweite Kamera auch in den Bildschirm reingesteckt. Und dann sagt der DS, dann hat der DS halt so Soundprobleme. Ich schätze, weil der USB am Bildschirm einfach nicht stark genug ist. So dass, wenn ich auch noch eine Kamera anschließe, dann sagt er, dann hat er nicht die volle Power. Und dann hat der DS, kriegt er nicht genug Übertragungsrate, keine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt die Kamera woanders in den PC reingesteckt und jetzt geht's. Ich glaube, das heißt nicht, dass was kaputt ist, es ist halt einfach so bei der Capture Card. Aber dieses Charging-Ding wäre schon geil, weil diese zwei Kabel nerven, dann extra noch eine Steckdose da haben, wo das drinstecken kann oder so. Das wäre schon geil. Und dann hast du was, ist es jetzt auch immer USB-C? Das ist halt auch geil. Dummes Micro-USB, wer braucht das denn noch? Max, dankeschön. Für 2 Monate. Viel Erfolg wünsche ich dir. Ich werde mir das Manaphy mit RNG Shiny manipulieren. Ich würde so einen Shiny Hunt nicht durchstehen. Vielleicht musst du es nur probieren. Vielen Dank für 2 Monate, Prime. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So lange den Garados-See da stehen lassen, bis das erste Ei schlüpft. Je weniger Kabel am PC, desto weniger Kabel werden von den Katzen gefressen. Das Problem hatte ich nie. Meine Katzen haben früher nie Kabel angeknabbert. Die haben immer nur die Couches zerkratzt. Ohne Ende. Und die hatten nicht mal einen Kratzbaum, weil die die ganze Natur draußen hatten. Die hatten echte Bäume. Aber trotzdem mochten sie die Couches. Warum bringt uns eigentlich diese Story dazu, hier nochmal ins Haus reinzugehen? Was habe ich davon, dass Lutz mich da oben nochmal anquatscht? Das ist so unnötig, extra ins Haus reingehen zu müssen. Was wollen die einem damit zeigen, dass man in andere Häuser reingehen kann? Alles hat einen Nutzen, aber was hat das für einen Nutzen? Lutz könnte einfach da rausgehen und sagen, hey, los! Und in Platin ist es ja noch länger da, oder was heißt noch länger, da müssen wir, glaube ich, direkt ins Haus. Dann wartet er da oben und ist da ein Item oder so, was der aufnimmt. Ah genau, wir gehen da oben, er ist nicht da und dann gehen wir zum Item und dann kommt er. So war das. Character Background vom Rivalen, dass er verpeilt ist. Ja, wahrscheinlich. Die verpeilt halt.
Lius meint halt Katzen. Hatte, habe ich gesagt. Hatte. Ich hatte zwei Katzen als Kind. Zeit für neue Katzen. Nee, unsere Wohnung ist zu klein. Wenn ich Katzen will, dann will ich, dass die einen riesigen Garten haben und raus können. Aber wie RNG manipuliert man sich eigentlich mal Nuffy? Weil du kannst ja nur deine ID RNG manipulieren. Dass du zu einem gewissen Zeitpunkt des Spiels startest, um eine gewisse ID zu haben. Oder? Heißt es eigentlich, ich sollte lieber immer mal wieder länger warten, bis ich ein Spiel neu mache? Aber tue ich eigentlich. Um immer andere IDs zu haben? Nee, du musst ja trotzdem irgendwo was eingeben, um zu wissen, welche ID du in diesem Seed bekommst. Naja. Bauernhof kaufen? Ja, zum Beispiel. Happens will die 106 und 110. Wie viel Shiny Manaphy habe ich die letzten 45 Minuten verpasst? Du hast 4 Manaphys verpasst und 0 Shiny Manaphys. Kikmogon. Kikmogon? Kikmog? Kikmogog. Smogmog. Ogmog. Kogmog. Irgendwie mag ich's. Nee. Smogli. Bruce Lee nur krass am Rauchen. Was ist das? Warum sehen die heute alle gleich aus? Ich habe da irgendwie einen Miltank gesehen, aber es ist kein Miltank. Patina Raja? Nee. Raffel? Nee. Bisasam? Verriegel? Nee. Kotoni? Nee. Missing No? Nee. Aber Missing No ist dabei. Ich glaube, das würden wir aber sofort erkennen. Elfun? Nee. Aerodactyl? Nee. Sag ich doch. Nee. Das war ein Nebula, das sieht doch jeder. Unfair? Nee, das ist die Weiterentwicklung von FM. Unfair. Ich habe alle 4. Wir haben... Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nicht shiny. Nix shiny.
Plus 4. So, Julius, du bist wieder da, wenn du aufhörst, ein dummes kleines Kind zu sein. Du hast diese Frage schon, du hast mich schon mehrmals damit genervt jetzt. Hör auf zu nerven. Was denkst du, kommt zuerst Shiny Bidisa oder Shiny Manaphy? Shiny Bidisa. Nein, wie heißt es? Shiny Staralili, Uncatchable. Kommt zuerst. Ich würde sehen, dass mein Starter Shiny ist, wenn ich es in den Kampf schmeiße, gell? Jep. Also das kann ich gar nicht verpassen. Außer... Ja, ich habe keinen Ton an. Ich könnte es sehr gut verpassen, wenn wir währenddessen sowas machen. Liebeskuss. Burmi. Warum laufe ich weiter unten? Ich laufe weiter unten. Warum? Das kannst du nicht verpassen. Doch, wenn ich gerade das hier mache und ich drücke die ganze Zeit nur A, dann würde ich niemals danach wieder... Achso, doch, ich würde dann mehrmals Pokémon fangen. Irgendwann würde ich sehen. Irgendwann würde ich sehen, ja. Bubungus? Wahrscheinlich. Das ist ein Flemli. Unfangbare Shinies sind so gemein, immer noch Trauma vom Hut aus Silver. Ist doch cool, solange du davon ein Video oder ein Screenshot hast, hast du das Shiny ja bekommen. Du hast es halt nicht gefangen. Was, Uhafnir? Das ist die Weiterentwicklung von FM. Leider nicht, war vor vielen Jahren. Ah nein, du hättest doch ein Bild machen müssen. Aber du weißt, dass du es hattest. ...60 Jahre ist er alt. Seitdem mag ich... Du magst Hudo nicht mehr, aber Hudo, das ist ein cooles Shiny. Dankeschön, Regirock. Nein, es ist nicht effektiv. Leo benutzt Sonnenbrille. Dankeschön, Anubis, für 400 Bits. Dankeschön, 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 Dankeschön. Schönen Tag, schönes Wochenende. Danke, danke, danke. Sonnenbrille ist sehr effektiv. If I had one. Mir wurde eine Fusion genommen, weil ich es überschrieben wurde. Das heißt, welche Zahl wolltest du denn? Halt. 99, 34. Was kommt nach Shiny Manaphy? Immer noch 3 Shiny Deoxys, immer noch Entei, Suicune und Raikou in Kolosseum, immer noch Giratina in Platin, immer noch jedes Inkognito, das existiert. Einiges, such dir was aus. Und 3, 4. Ergibt Trouble, but make it double. Ja?
Ja, das ist das Beste von heute, definitiv, ja. Ja, jetzt bin ich happy. Ja, das ist mal ein Mega-Kingler. Ekelhaft. Vielleicht denkt es doch das über dich. Dieses Rieler King Zeros denkt das vielleicht auch über dich. Was ist denn daran? Das ist doch voll cool. Lecker Hummer. Das ist der Mega-Hummer. Der Mega ist Mega-Kingler. Aber Kingler ist kein Hummer. Mega-Kingler. Du würdest eher Giratina nehmen. Das ist egal, was du eher nehmen würdest. Ich mach alle. Aber Giratina sicher als letztes von denen, die ich genannt habe. Eigentlich sollte ich mal Manaphy als Gen 4 Pokémon dann zählen auf meiner Liste. Eigentlich sollte ich gar nicht Giratina suchen, sondern Manaphy sollte reichen. Warum habe ich nicht Manaphy genommen eigentlich auf der Liste? Kann ich das nicht noch ändern? Kann ich nicht einfach sagen, Giratina weg, Manaphy hin? Welche Kognito fehlen dir noch? Alle? So ziemlich alle. Außer 4 habe ich. 4 Stück, wovon 2 mir geschenkt wurden. Also eigentlich habe ich nur 2 Stück. Unmöglich zu ändern? Ja, ich kann nicht dauernd. Ich habe die Liste schon mal geändert. Ich kann die Liste nicht dauernd ändern. Raven, vielen Dank. Dankeschön für 8 Monate. Hast du schon mal abgeändert? Ja, also umso schlimmer. Ich kann auch nicht dauernd die Bedingungen ändern. Nee, Giratina ist schon okay. Giratina wird schnell kommen. Ist ja ein schneller Reset. Ändere einfach ist doch deine Challenge und das mit Manaphy schwerer, länger, also voll okay. Aber Manaphy ist so speziell, dass ich das da eigentlich nicht reinzählen möchte. Weil Manaphy ist Brüten und eine bestimmte Hand und alle anderen auf der Liste sind Soft Resets von Legendären, wenn es geht. Manaphy ist kein Legendäres. Hast du Jirachi schon? Nein. Ich hante auf BDSP und Schwert Giratina und es will nicht. Auf beiden gleichzeitig. Ich muss jetzt einmal was überprüfen. Sonst habe ich echt hier Zeitverschwendung die ganze Zeit. Wenn wir Gen 4 Catch Rate Calculator, wenn wir uns mal anschauen. Wenn ich hier so ein... Das ist verwirrend jetzt so. Wenn ich hier so ein... wie dieser jetzt nehme. Bidoof. Und das Level ist vollkommen egal. Level 2. Dann ist der Pokéball 33% bloß. Und wenn ich dann ein bisschen was abziehe... Okay, 62%. Okay, es geht. Okay, also ein bisschen Schaden hilft schon. Ich dachte, es ist so wie bei Legis, dass es erst im gelben Bereich einen Unterschied macht. Okay, das heißt, ein Kratzer hilft. Sogar sehr. Okay, tschüss. Nochmal, weiter. Typ 0 ist also legendär? Ja. Capikachu ist also legendär? Nein. Aber es fühlt sich so an, oder? Warum steht Jirachi nicht auf der Liste? Tut es, aber halt nicht auf der Liste. Körper ist auch legendär. Mauri, deswegen habe ich doch gesagt, da wo es geht, sag mir ein legendäres in XY, das ich fangen kann. In Shiny.
Ich habe 5, oder? Meine Aussage hinkt, nein, weil ich genau deswegen, wegen solchen Leuten wie dir, die alles hier Erbsenzähler sind, sage ich, deswegen habe ich da, wo es ging, die meisten shiny Legis. Deswegen drücke ich mich doch extra so aus, damit keiner sagt, aber in Wirklichkeit benutzt du Quaffaff. Ja, da, wo es geht. Nervbrocken. Über was reden wir eigentlich? Es gibt tatsächliche Probleme auf der Welt. Wie ich, der nicht dieses Manafi hier bekommt, nach 76 schon. Oder Hypens, der keinen Shiny Raikou bekommen hat in 2 Wochen. Oder die armen Menschen, die alle vergessen, Megani dieses Wochenende zu machen. Und sich in 2 Jahren beschweren, dass sie keinen Titan Megani haben. Da bin ich dran schuld. Die wahren Probleme hat Mariko. Ja. Wir gehen von klein auf groß, von unten nach oben. Du machst gerade Megane. Sehr gut. Wer braucht Megane? Vielleicht du, in 2 Jahren, wenn du gerne alle Titanen gehabt hättest. Wenn Game Freak vielleicht ein System einführt, dass du ein Shiny-Geschenk kriegst, wenn du alle Titanen hast. Oder wenn Pokémon Home oder Gen 10 ein System einfügt, das Titanen besser macht oder in ein bestimmtes System einführt oder Achievements einführt dafür. Und dann sind wir die Einzigen, die ein Megane-Titan haben und irgendwas Cooles kriegen dafür. Und dann wünscht ihr euch zurück, dass ihr es damals vor 2 Jahren gemacht hättet. Das glaubst du auch selbst nicht. So wie die Leute sich jetzt beschweren, dass sie damals vor 10 Jahren nicht in einen GameStop gerannt sind, um einen Hooper sich zu holen. Oder bei einer Weltmeisterschaft mitmachen, um einen Galar-Vogel in Shiny zu kriegen. Da gibt's genug Leute, die das bereuen. Ich fange jetzt Gen 3 Starter in Rubin Saphir an. Shigi geht mir auf den Sack. Kann nicht sein, dass ich schon wieder über 30k bin. Wo Shigi? Feuerrot. In 10 Jahren werden dann komplette Titansätze für 50 Euro verkauft. Genau. Echter Titanset. Glurak bis Megane. Alle im Luxusball. Ich wusste von den Galarvögeln nichts, weil ich das DLC nie hatte. Ich glaube, man hätte sie auch ohne das DLC gekriegt, oder? Weil man musste ja nur online am Turnier teilnehmen. Man brauchte es nicht, oder? Brauchte man das DLC, um die Shiny Galarvögel zu kriegen? Ich glaube nicht. Bin ich richtig? Wir haben gesagt, von unten nach oben. Ja. Mir sind die Titanen so egal mittlerweile. Sag das nicht. Irgendwann bereust du es, dass du nicht alle hast. Ich werde am Ende einen Screenshot machen mit allen Starter-Titanen und ihr werdet neidisch sein.
Was ist das? Mabula. Das Mabula. Oh, Sproxy ist auch nicht schlecht. Ich glaube, Sproxy geht von links nach rechts. Sproxula. Mabula! Ja! Mabula. Mabula. Sag ich doch. Du bist schon wie ich. Niemals Fehler eingestehen. Sehr, sehr gut. Ich habe alle jetzt nach oben getan. Das heißt, ich kann unten resetten. Ja. Und gleich sind wir bei 80. Gen 2 ist ja richtig scheiße. 3 Items im Inventar. Sorry, Inventar ist voll. In Gen 1 ist es kacke. Gen 2 geht ja noch. Hast du Gen 1 noch nicht gemacht? Hast du Gen 1 noch nicht gemacht? Einfach keine Items aufsammeln. Du brauchst eh keine. Das Problem ist, selbst mit den Key-Items ist dein Beutel einfach voll. Fahrrad, Karte brauchst du hoffentlich nicht. Fahrrad, VMs für den Notfall. VMs musst du irgendwann raustun. Gibt's dafür nicht Mods? Ich meine, es gibt einen Shiny-Mod in Gen 1. Gibt's keinen Mod, der einfach... Es gibt auch bestimmt irgendwie Radical Red oder sowas, wo die Probleme gelöst wurden. Da gibt es nicht einfach so einen Vanilla-Mod, der das Vanilla-Spiel einfach nur besser macht, ohne es zu einem krassen, harten Nuzlocke-Mod zu machen? Hab für Gen 2 eine Komplettlösung offen, damit es schneller geht. Habt ihr irgendeinen Spaß überhaupt mit den Spielen? Ihr seid ja schlimmer als ich. Ich meine, ich habe euch, die mir dauernd sagen, wenn ich irgendwo was vergesse oder irgendwas holen soll oder irgendwo weiß ich den Weg nicht mehr. Trotzdem, genießt doch das Spiel. Die alten Spiele sind so cool. Ich meine, ich würde euch niemals dazu bringen, die Texte zu lesen. Das ist Folter, aber direkt eine Lösung, wo man hingehen soll? Ich will zu Celebi und nicht das Spiel spielen. Pokémon Red Plus? Vielleicht, ja. Aber ich meine, wenn es eben nur so ein Fan-Patch ist, der das Originalspiel einfach besser macht im Sinne von, man kann schneller gehen, man hat einen größeren Beutel oder einen endlich großen Beutel, dann wäre es ja immer noch das Originalspiel und du könntest ja da immer noch so Sachen machen. Also halt, ich rede einfach nur so von so einem Fan-Patch, der das Spiel in die Zukunft bringt und einfach spielbar macht. Wobei, dann kann man halt auch Feuerrot und Blattgrün spielen, wenn man das will.
Wieso muss Kangama so schwer zu bekommen sein? Ich meine, es ist genauso schwer zu bekommen wie Shanera, Tauros, Pinsir, Sichlor. Ist doch cool, sonst wäre doch alles geschenkt. Bin ich der Einzige, der es mag, wenn die Spiele schwierige, komplexe Systeme haben? Ich komme durcheinander. Was ist was? Wo ist welcher Knopf? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in Gen 7 einem Kangama zu begegnen? Keine Ahnung. Schau auf PokeWiki. 0,3% zu jeder Zeit. Dass du aus dem Bett aussteigst und ein Kangama vor dir steht und sagt, wo ist mein Baby? Du hast mein Baby geklaut. Gib mir sofort mein Baby oder ich reiß dir alle Gliedmaßen ab. Ist ungefähr 0,3%. Übertrieben? Leicht übertrieben? Hab gedacht, es wäre so um die 1%. Du hast nur gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eins triffst. Du hast nicht gesagt, wo. Okay, Google. Wo finde ich Kangama in Gen 7? Vela Vulkanpark. Dann such dir nach einem Tragosso. Warum auch immer. Jetzt weißt du Bescheid. Okay, Google. Okay, Google. Zu welcher Wahrscheinlichkeit findet man Kangama im Vela Park? Nicht WLAN Park. Oh, Google einfach null hilfreich. Null hilfreich. Okay, Google. Bondage.com. Gern geschehen. Passiert gar nichts. Voll langweilig. Wir haben Danu mit einem Sonnenkern. Ich komme zu nix mit eurem Sextalk hier. Ich komme zu nix. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Früh des Google. Warum nimmt sie uns eigentlich die Pokémon nicht weg? Also ich meine, das ist klar, weil wir noch im Gras sind. Aber in der Realität müsste sie uns doch die Pokémon wegnehmen, die wir gerade geklaut haben. Pikachu hat keine Statik in Gen 1. Das passiert, wenn es keine Fähigkeiten gibt. Thank you.
Und man kann Nebulak mit Schaufler klatschen. Ich glaube, du kannst sogar Nebulak mit normalen Attacken klatschen. Wie war das? Irgendwas war doch mit Geist in Gen 1. Oder andersrum. Geist ist gegen normal gut. Oder halt normal. Irgendwas war da. Geist ist, glaube ich, durch den Bug nicht auf Psycho sehr effektiv. Nee, da war irgendwas, was nicht ein Bug war, sondern tatsächlich einfach damals halt noch nicht etabliert. So wie Windstoß das normal ist und nicht Flug. Das war halt einfach damals so. Wir haben 4 Manaphys. Erstes Manaphy. Nicht shiny, nicht shiny. Nicht shiny, nicht shiny, 80. Tschüss. Was soll Panflam tun? Ja, mach doch was, mach doch was. Kratz? Nein, nicht kratzen. Ah, verdammt. Kämpfen wir eigentlich jemals gegen sie? Nee, oder? Wir kämpfen niemals gegen Dawn. Also, in Legends Arceus heißt sie Dawn. Lucy? Wäre ein viel coolerer Rivale. Hier heißt sie Dawn. Sie heißt hier Lucy, wie es da gerade, glaube ich, stand. Im Englischen, glaube ich, heißt sie Dawn. Versteht man halt nicht. Dann heißt sie aber in Legends Arceus auch Dawn. Ist das nicht seltsam? Dass sie da auch Dawn heißt?
Ja, Lumia im Deutschen, ja. Im Deutschen heißt sie schon nicht Dawn, ja. Lumia. Das heißt, sie haben den Namen gleichgelassen im Englischen, aber im Deutschen haben sie den Namen gewechselt. Wie kommt sowas zustande? Pokémon gibt im deutschen Bereich zu viel Freiheiten. Die sollten da besser drüber wachen. Delien. Dümmste Entscheidung jemals. Als ob Leon nicht der perfekte Name für den ist. Leon! Hoppe! Wie heißt Hopp auf Englisch? Ich glaube, der ist auch Hopp auf Englisch und Deutsch. Hopp. Nee, wahrscheinlich heißt er nicht Hopp. Hopp und Delian. Hopp heißt Hopp. Aber Leon ändern sie zu Delian. Ich würde so gern mal ein Interview haben mit denen und in die Köpfe reingucken, wie die auf diese Idee kommen. Wir müssen deutsche Namen finden für unsere Hauptcharaktere. Er heißt im Englischen Leon. Wie nennen wir ihn? Wie wäre es mit dem typisch deutschen Namen Delian? Aber Sir... Aber Herr Chef, wir könnten ihn einfach Leon nennen. Nein, raus mit dir. Wie heißt der Fee-Typ, der Nervige? Der hat auch so einen geilen Namen. Betsy. Aber eben nicht Betsy, sondern Betis. Betis? Wie heißt der im Englischen? Der hat, glaube ich, einen richtig coolen, normalen Namen im Englischen. Und auf Deutsch heißt er Betis. BD? Ja, okay. Bidi? Bede? Genau, das eine Meme, wo er aus dem Fenster fliegt. Das ist halt echt so. Aber wir könnten ihn einfach Leon nennen im Deutschen. So. Letztes mit dieser, das war's. 80. Die traurige Zahl 80. Aber so läuft das hier. Hi, I sold my mom. Was auf der Kaktus? Kaktus. Warum heißt die eigentlich Kaktus? Sind es 2G für GG? Kaktus. Kommst gerade heim und Leo online? Well. Card? Ach ja, die Card Convention. Okay. Ja, ich erinnere mich natürlich. Aber ja, ich bin jetzt weg. Wir haben 20 Resets gemacht. Nicht mal. 5 Resets. Wie? Wir haben nur 5 Resets gemacht? In 2,5 Stunden? Ja, halbe Stunde. Ich hab den Schnitt wieder hochgefahren. 2,5, 5, halbe Stunde, ja, 5. Halbe Stunde. Ich brauche echt eine halbe Stunde, Mann. Wie lahm bin ich? Speichern einfach hier.
Wobei, ich speichere lieber hier, dann weiß ich, dass das der Speicherstand ist, wo ich hintauschen muss. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Ein kurzer, spontaner Stream, um ein bisschen mehr Manafis zu kriegen in diesem Monat. 20 Stück haben wir mehr. Es ist ein Pain, es dauert ewig, das Multitasking ist hardcore. Am Montag gibt's wieder Gen 5. Gen 5, Gen 5. Am Monday. Genau. Da spielen wir durch. Ich habe alle Pokémon auf Level 45 gelevelt jetzt. Damit kommen wir auf jeden Fall durch die Siegestraße. Keine Ahnung, ob ich damit durch die Top 4 komme. Wahrscheinlich nicht mit Level 45. Aber alle sind jetzt einheitlich auf Level 45, mein Team. Habe ich mit sehr schwachen Pokémon mir ergrindet. Aber es ging. Lucky Egg. Mit 45 nicht, ja. Aber es hat lang genug gedauert. Erstmal durch die Siegestraße durch. Und vielleicht machen wir dann eine Pause und fangen die ganzen wilden Pokémon. Und dann habe ich auch schon ein bisschen mehr Level vielleicht. Tschüssel, tschüssel, tschüssi, tschüssi, bye, 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 bye.